So, ich war 3 Wochen im Urlaub und habe meinen Sauerteig so lange im Kühlschrank geparkt. Und zwar habe ich den hier verkrümelt. Der ist also einfach nur mit Mehl vermengt, dass er ganz, ganz trocken wurde. Und die Masse an Mehl, die ich verwendet habe, habe ich aufgeschrieben. Er riecht also tatsächlich noch ein bisschen nach Sauerteig und Mehl natürlich. Und diese 50 Gramm Mehl, die ich auf dem Deckel notiert habe, die werde ich jetzt einfach an Wasser wieder zugeben. Das hier so ein warmes Wasser. Macht aber keinen großen Unterschied, denn wir müssen der Sache vor allen Dingen Zeit geben. So, jetzt verrühre ich das hier einfach ganz schlicht und hoffe, dass die Sauerteigüberbleibsel hier sich wieder reaktivieren werden. So, zack, fertig. So, der zweite Teig, hier mein Weizensauerteig, der Gerald, habe ich mit der Scrapings-Methode in den Kühlschrank gestellt vor meinem Urlaub. Also auch der stand 3 Wochen. Ja, riecht relativ unangenehm, aber sieht jetzt nicht weiter gefährlich aus. Ist eben ein bisschen eingetrocknet, aber ich denke, das ist im Rahmen. Auch den werde ich wieder mit 50 Milliliter Mehl und 50 Milliliter Wasser anfüttern. Dazu löse ich hier einfach die Reste ein bisschen im Wasser auf, dass der hier ein bisschen besser eine Chance hat, sich im Teig zu verteilen. Das war ja wirklich nur eine Minimalmenge, die hier noch überblieb. Und dann habe ich hier ganz ordinäres 550er Mehl, ist Bio, tut aber an der Stelle, glaube ich, wenig zur Sache. Das wird verrührt und fertig. So, ich habe jetzt noch einen dritten Sauerteig und zwar ist das mein süßer Sauerteig. Den füttere ich normalerweise mit Dinkelmehl, Dinkelmehl 630 und 20% Zuckeranteil. An sich sieht er eigentlich ganz okay aus. Ich habe den vorm Urlaub gefüttert und er stand eben direkt neben den anderen Teigen 3 Wochen lang im Kühlschrank. Der hat nicht mal Karmhefen ausgebildet. Also der Zucker scheint hier doch das ein oder andere zu bringen. Es ist kein Fusel ausgebildet. Das ist wohlgemerkt eine LM normalerweise. Das heißt, ich nehme hier so 40% Wasser. Ich werde jetzt mal den genauso füttern wie die anderen. Also wie gesagt, normalerweise ist es eine LM, aber ich setze den jetzt hier auch mit 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser an. Und dann machen wir einfach mal einen Timelapse und einen Vergleich, weil es würde mich jetzt schon interessieren, welche Methode über die 3 Wochen quasi am besten hält. So, ich habe jetzt mal den süßen LM hier ein bisschen ausgeleert. Natürlich habe ich einen unfairen Vorteil, weil ich hier viel mehr Sauerteig noch übrig habe. Das sind vielleicht 10 Gramm oder was. Ich sag mal, bei dieser Methode hat man natürlich mehr Sauerteig, auf dem man aufbauen kann. Deswegen ist es vielleicht nicht ganz unfair, der Vergleich. Bin also wirklich erstaunt, dass sie hier nicht mal Karmhefen ausgebildet haben. Aber okay. Auch den versuche ich hier ein bisschen aufzuschwemmen natürlich. Weil die Mikroben werden hier sicherlich in so eine Art Tiefschlaf verfallen sein. Als Mehl nehme ich hier das 630er, das dieser Sauerteig gewöhnt ist. Allerdings halt hier in einem anderen Verhältnis. So, das sind hier meine 3 Sauerteige im Vergleich. Einmal der süße Sauerteig mit Zucker, dann den Roggensauerteig, den ich verkrümelt hatte. Und den Weizensauerteig, den ich in der Scrapings-Methode hatte, ist natürlich nicht ein ganz fairer Vergleich, weil es unterschiedliche Mehle offensichtlich sind und auch die Restmenge an Sauerteig, die übrig war, natürlich unterschiedlich ist. Aber ich denke, es ist ein ganz plausibler Vergleich, wie man es zu Hause eben auch überwintern könnte für zumindest mal einen 3-wöchigen Urlaub. Ich denke, das ist ja schon einiges. Und so wie vor allen Dingen der LM aussah, würde ich behaupten, dass das auch noch länger so funktionieren würde. Auf zum Timelapse. Am Anfang ist hier nichts passiert, das habe ich rausgeschnitten, aber dann siegt tatsächlich der süße Sauerteig, dicht gefolgt von dem mit der Scrapings Method. Keine Sorge, auch der Roggensauerteig ist nach ungefähr 24 Stunden wieder zum Leben erwacht. Mein Urlaub ist wieder ein paar Wochen her und ich kann jetzt berichten, dass alle Sauerteige sich wieder wunderbar entwickelt haben, genauso wie vorher. Ich persönlich ziehe jetzt für mich den Schluss, dass ich bei 3 Wochen zu aller mindestens die Sauerteige nicht großartig behandeln werde. Vorm Urlaub frische ich sie neu auf, stelle sie ganz unten und hinten in den Kühlschrank und kann sie dann nach dem Urlaub ganz normal wieder auffrischen. Das sollte funktionieren. Das Verkrümeln werde ich erst wieder anwenden, wenn es wirklich mal dazu kommen sollte, dass ich monatelang einen Teig nicht verwenden werde.